Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News. Ja, Mann. Ach, ich find's schön. Ich find's schön. Also erstmal, er sofort hatte ja Geburtstag jetzt gehabt. Den haben wir jetzt hinter uns gebracht, den Geburtstag. Schön. Und jetzt freue ich mich natürlich auch hier. Haben wir wieder einige Kommentare. Community wird wieder ein bisschen lebhafter, das freut mich auch riesig, macht mir Spaß. So, hier haben wir zum Beispiel einen Kommentar von Laulau. Was hältst du von dem Kostüm-Event, welches rauskommen soll? Liebe Grüße. Erstmal liebe Grüße zurück an dich, Laulau. Und ich liebe jetzt schon das Kostüm-Event. Aber es wird echt hart werden. Also es wird richtig hart werden. Ja, ich meine, man muss sich einfach nur mal darüber klar werden, was da für Kombos auf einen zukommen beim Kostüm-Event. Ja. Ein Devil Bobby zum Beispiel. Ein Devil Hank zum Beispiel. Und die habe ich. Und deswegen freue ich mich jetzt schon so drauf. Ja. Allerdings freue ich mich weniger, wenn ich die dann beim Gegner sehen werde. Weil das wird dann haarig werden. Also da hat man dann echt ein Problem. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig drauf. So, Kommentar Nummer 1. Kommentar Nummer 2. Was bekommt man alles, wenn man Level 12 ist? Ja, eigentlich nur den Zugang zu den Combo-Recipes. Sonst kommt nichts Neues mit hinzu. Doch, ja, jedes Level, klar, kriegst du ja einen neuen Charakter freigeschaltet. Ja, weil Level 12 weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, was es ist. Aber kriegst einen neuen Charakter noch mit hinzu. So, und dann der nächste Kommentar von Maxi. Max, ich habe leider nichts aus der Haarauftragbox. Das ist schade, dann wird das schwierig, weil ich hoffe, du hast ein paar Kostümkarten. Weil Kostümkarten, da gibt es schon richtig geile Sachen. Wäre nicht schlecht, weil sonst wird's haarig werden für dich beim nächsten Kostüm BGE. So, und dann haben wir Pet 2003. Moin, wie geht's dir so, Herr Gleich? Mit der Community kann es einem nur gut gehen. Wie geht's dir? Wie geht's euch? So, ich bin jetzt soweit. Jetzt fangen wir an. Jetzt ist Daily Shop News Time angesagt und dann gucken wir mal. Wir haben hier den Quagmire in Mythic bei der Mummies Box. Dann schauen wir hier mal rein in den Shop. Und da ist jetzt eine Haley. Oh mein Gott, Haley ist jetzt frisch mit reingekommen. Gucken wir mal uns die Kombos an. Freeweed Haley. Oh mein Gott. Die ist nice. Haley ist richtig nice. Gucken wir mal hier. Was haben wir da? So viele Brainwashed Haley. Oh mein Gott. Sorry. Brainwashed Haley. Das ist hart. Boxen. Dann Mauer durchbrechen, ja, das Durchstoßen und dann noch Grace, alter Vater. Holy crap! Das ist übel. Echt übel. Dann gucken wir mal hier. Let's get nuts. Okay. Ist ganz nice. Was haben wir noch? Pool Shark. Okay. Bodyguard, Hijack und Punch. Gucken, was da noch alles so am Stissel ist hier. Corporate Training. Okay. Rooftop Drunk. Oh, auch Punch und Craze. Autsch. Und zwar ziemlich viel. Oh mein Gott. Live Drawing Haley, Punch und Heilen. Jetzt hat's hier da oben, wenn du Kombos machst. Center Killer Haley, okay. Roller Derby Haley, klar, logisch.
Heavy Metal Haley. Ja, mit Kostümkarten. Die Weltraumkönigin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich die Haley hätte, ich habe ja Rogers Kleiderschrank auch quad-fused. Oh mein Gott. Die könnte ich haben. Reiche Haley, das ist wohl scheinbar die einzige Kombo, die echt richtig schlecht ist bei ihr. Lounge-Sängerin Haley. Oh mein Gott, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Nierenkiller. Ah, ist jetzt auch. Gas, okay. Was haben wir noch? Oh, die habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Eichhörnchenanzug, Haley. Kenn ich sogar, habe ich früher noch gespielt. Ja. Ganz am Anfang. Ja, auf jeden Fall eine nice Mythic, die Haley. Ist schon richtig geil, ja. Dann die Heavy Metal Haley, Hypnotoad, Chinchilla Addict Wayne und Eugene Belcher. Natürlich auch nice. Von den Blauen brauchen wir gar nicht zu reden. Die interessiert keiner. Nach wie vor die Hypnotoad Box hier am Start. Haben wir schon drüber gesprochen. Shoplift Addict, Hypnotoad, Chinchilla, Baked Evil Monkey, Lois Griffin und Steve Smith. Und dann haben wir hier die Half-Dog Box mit halber Hund Jean. Jimmy Junior, Horse Costume, Doink, Buch der Zaubersprüche, Eugene Belcher und Hank Hill. Jo, und dann haben wir, Momentchen mal, dann haben wir, dann bam 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 bam. Wir haben, so, war kurz mal abgelenkt. So, ab in die Meisterschaft. Jetzt gucken wir hier rein. Jetzt sind wir mit den Karten durch. Ab in die Meisterschaft. Wie schaut's hier jetzt aus? Es geht los. Mit wohl einer der schlechtesten Kombos dieses Spiels. I proudly present you the biggest crap of this game. This is the Pace Car Driver Combo. The biggest crap for 500 gems. Yeah, man, you need this pace car driver. Not. So, hier, das ist Pace Car Driver. Oh mein Gott. Also, wie kann man aus so einer Karte wie dem Boomhauer, der ist ja alleine gar nicht so schlecht, der, wie kann man da so einen Schrott draus machen? Mit einer Autokarte. Oh mein Gott. Selbst mit der Leggy ist das Schrott. So ein such a waste. Man, can't believe that. What a rubbish. Okay, also. Braucht ihr euch nicht zu holen. Schrott hoch 10. So, dann haben wir hier den Steve Crossing the Alps. Und auch da wiederum ist jetzt nicht ganz so schlimm wie der Pace Car Driver, aber auch nicht so toll. Einzige, wo das wirklich mal Sinn macht. Aber selbst dann, guckt's euch an. Ich meine, sorry, Leute, aber der Steve Smith hat so schon eine Bombe und siebenfach Leech. Okay, da hat er 14-fach Leech. Hat aber keine Bombe mehr. Ah, ich weiß nicht, das ist nicht so wirklich toll. Also, bin ich nicht wirklich begeistert von. Den Alpenüberquerungs-Steve, der ist halt, ja, es ist halt, ja, ist halt eine Steve-Karte, ne? Ist, ja. Naja, also bin ich, kann ich, also brauchen wir nichts für auszugeben. So, dann gucken wir mal hier rein. Dann ist die nächste da, das Chest-Harpoon. Und jetzt kommt eine sensationelle Combo. Das ist der dritte oder vierte Tag in Folge, wo nur Schrott drin ist, ganz ehrlich. Aber wir gucken uns das Ding jetzt hier an. Chest Harpoon. Hermes, habe ich überhaupt jemals, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur einmal in diesem Spiel einen Hermes im Deck hatte, noch nicht mal am Anfang. Ich weiß nicht, ob der was kann.
Ich habe, wir gucken uns mal den Hermes an. Also jetzt für die Anfänger, ja? Also ihr kennt euch in dem Spiel ja noch nicht so aus. Also wir gucken jetzt mal in den Hermes rein. Ich muss sagen, wow, Mega-Kombos, Alter, ist der Hermes stark? Oh mein Gott, na, das, also vergesst es. Das Ding ist, diese Karte ist dermaßen überflüssig. Wer interessiert sich für Hermes? Ohne Scheiß. Ist crap, man. Hermes ist crap. Mein Gott. Also Leute, also an alle Anfänger, die sich in dem Spiel noch nicht auskennen, diese Karte nicht ins Deck packen. Die braucht kein Mensch. Keiner. Das ist nur Platzverschwendung. Ja. Macht keinen Sinn. Schrott. Und dafür auch noch eine Combo zu holen. Noch mehr Schrott. Mega Mörder-Schrott. Schrott, 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 Schrott. Aber wir gucken jetzt mal, ob es jetzt noch mal besser wird zum Schluss. Hi, Roller Stewie. Oh, mein Gott. Jetzt kommt noch der Hi, Roller Stewie. Der krönende Abschluss dieser Combo Recipe Session. Jetzt guckt euch das an. Jetzt mal ohne Scheiß. Guckt euch das an. Ich meine, okay, ist mit der Common-Karte. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Hier haben wir irgendwo, haben wir hier, komm, hier haben wir. Hier haben wir mit Leggy. Mythic mit Leggy. Ja, Mythic mit Leggy. So, jetzt gucken wir mal. Mythic mit Leggy. Stewie hat siebenfach. Jetzt mal ohne Scheiß. Guckt euch das an! Der hat siebenfach Schild für alle. Siebenfach Schild für alle. Ja, und danach hat er nur noch sechsfach Schild, aber eben nicht mehr für alle. Ja, 13-fach Punch, 17-fach Leech in der Grundversion. Da packst du da eine Leggy drauf und dann ist das Ding nur noch die Hälfte wert. Nicht mal mehr die Hälfte, vielleicht ein Viertel wert. Ja, also die Combo ist auch für die Füße. Völliger Nonsens. Braucht kein Mensch. Wofür? Brauche ich nicht. Also, wenn die Combo die Karte schlechter macht, als sie vorher ist, ja, also sorry. Und dann muss ich mir extra da noch was weiß ich hier, da die Steinchen drauf packen mit dem Mastery Token Pack, und damit die Karte eventuell ansatzweise was bringt, die Combo. Nein, muss ich nicht. Mache ich auch nicht. Also, Leute, heutige Combo-Recipes, völliger Schrott. Wieder mal. Zum wiederholten Mal für die Free-to-Play-Spieler nichts Gescheites dazwischen. Also wenn es euch ein Stück weit geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, freue ich mich riesig drüber. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Aber dann auch gleichzeitig die Glocke läuten. Das Glöckchen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit mir, dem Herrn gleich. Demnächst kommen jetzt auch wieder. Jetzt kommen die ganzen Rumble-Videos. Ich muss mal durchgucken. Kommen die ganzen Rumble-Videos. Die Tage jetzt. Hier geht's gleich, geht's los. Also stay tuned. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.